Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe Team of the Week Prediction. Prediction heißt Prognose, also ich kann euch noch nicht garantieren, was heute hier gezeigt wird, dass das so kommt. Aber wir sind in der Kalenderwoche 08 und ich freue mich drauf, heute mit euch wieder anzuschauen, was könnte denn diese Woche dabei sein. Es sind wieder einige Knaller dabei, deswegen lasst uns loslegen, da Länderspielpause ist und nicht so wirklich Ligaspiele vor der Tür stehen, kann ich euch oder werde ich heute mal nicht die Top-Spiele prognostizieren, also nicht hier zeigen. Es werden wahrscheinlich Länderspiele, die Playoffs dabei sein oder andere Spiele, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, auch wer kommt noch in die WM, wer schaut von euch die Playoffs, könnt ihr ja mal unter die Kommentare schreiben. Und wir legen los mit wieder der Bank. Sirigu zum Beispiel, der Torwart von Turin, hat super gehalten, konnte Inter Mailand ein bisschen mit seiner Mannschaft stoppen, das 1-1 ausgegangen, das Spiel. Aber das, was ich gerne ansprechen möchte, ist zum Beispiel hier die Deutschen. Hier, Unterhaching, Hein, Leute, der zum Beispiel, den müssen wir ansprechen. Er hat einen Hattrick in der dritten Liga geschossen. Leute, es ist gefühlt jede Woche ein Drittligist dabei. Und in vielen Fällen sogar immer einer, der einen Hattrick geschossen hat in der dritten Liga. Für EA ist es jetzt sogar ein Oberknaller, die dritte Liga nicht nur für die Deutschen integriert zu haben. Nein, in Food ist es jetzt auch richtig eine Win-Win-Situation gerade für EA, weil die dritte Liga so aufblüht. Das ist der Hammer. Es ist immer ein Drittligist dabei. Wir überlegen ja, es gibt auch dritte Liga in England, es gibt vierte Liga in England, die in FIFA dabei ist. Wir haben die zweite Liga aus Frankreich, die zweite Liga aus Spanien. Nein, es ist immer irgendwas aus der dritten Liga dabei und das ist mal ein Lob an die dritte Liga, freut mich wirklich. Und Hein hat ein Hattrick geschossen und dadurch hat Unterhaching 3-1 gewonnen gegen Zwickau. Und Unterhaching ist als Aufsteiger aus der Regionalliga dabei im Aufstiegskampf in die zweite Liga. 28 Punkte haben sie jetzt. Vor ihnen liegt WM Wiesbaden und Magdeburg und Fortuna Köln jeweils mit 30 und 31 Punkten. Das heißt, wenn die wieder spielen, die Unterhachinger, ja, dann könnten sie 31 Punkte gleichziehen mit dem zweiten Platz, je nachdem, wie die natürlich spielen. Das ist sensationell. Und dann haben wir noch hier Girt von SV Meppen, der auch wirklich ein tolles Spiel gemacht hat. Besonders SV Meppen an sich hat ein tolles Spiel gemacht gegen den Chemnitzer FC. 3-2 haben die Aufsteiger gewonnen. Dann möchte ich einen ansprechen, der nicht deutsch ist, nämlich Gomis, der Franzose, der bei Galatasaray spielt, weil das war auch schon sensationell, was der auch wieder geleistet hat, mit überhaupt allgemein mit seiner Mannschaft. Die haben 5-1 gewonnen gegen Ankara, sind damit jetzt mit 3 Punkten voraus Tabellenführer. Und er hat ebenfalls einen Doppelpack gemacht. Einmal natürlich ganz normal aus dem Spiel, das 3-0. Und dann hat er noch einen Elfmeter verwandelt zum 5-0. Und am Ende kam dann noch der kleine Ehrentreffer zum 5-1. Und warum ich ihn anspreche ist, er ist jetzt bei mir auf der Bank, aber in vielen Fällen, bei anderen Seiten und bei anderen Predictions, wird er sogar in die Top 11 reingesetzt. Das heißt, er könnte sogar nicht auf der Bank sein, sogar in der Top 11 drin sein, als einer der besten Spieler sozusagen. Also Top 11, das gucken wir uns gleich an. Jetzt erweitern wir die Bank. Ich habe ja gesagt, ich möchte auf ein bisschen mehr Wünsche von euch eingehen und den einen oder anderen Spieler noch mit erwähnen, der jetzt bei diesem Beispiel nicht dabei ist, aber auch dabei sein könnte. Und das ist in diesem Fall jetzt Roman Gnoli. Ich hoffe, ich spreche ihn für euch richtig aus, bestimmt nicht ganz so richtig. Und warum ich ihn reinnehme, ist ganz einfach AC Milan. Ihr wisst es, der Anführungszeichen chinesische Verein hat keinen guten Saisonstart hingelegt in der Serie A, ist aber jetzt auf dem 7. Platz und wieder so langsam dran. Aber auch die sind schon so weit weg, ja, mit den Punkten, dass sie so die Champions-League-Ränge teilweise erstmal gefühlt abhaken können. Dennoch, sie haben 2-0 gewonnen und er hat ein Tor geschossen, der Innenverteidiger, und seine Null eben gehalten und richtig gut verteidigt. Deswegen, er könnte mit Stärke 80 dabei sein. Und jetzt kommen wir zum nächsten und das wird euch freuen. Der nächste ist nämlich Diekmeier vom HSV, Leute. Und der muss meiner Meinung nach dabei sein. Und weil er nur eine Stärke 76 hat, also von 74 auf 76 kommt, denke ich mal, dass nur die Bank bei ihm reicht. Obwohl manche Seiten ihn sogar oft in die Top 11 reinpacken, auf die rechte Seite. Es wäre natürlich der Hammer, mit 86 Pace, mit Defensive 70 kann man ja, also ich sag mal so, Weekend League kannst du mit dem nicht spielen, Physis 74, es ist schon ziemlich geil und ich muss sagen, Leute, was der HSV da getrieben hat, sensationell, ich glaube, jeder war überrascht und überwältigt von dieser Leistung, die der HSV da gebracht hat und ich glaube, Stuttgart hat das auch schon komplett unterschätzt, Diekmeier mit 2 Vorlagen und er hat bei mir auf meinen Social Netzwerken ja auch schon ein extra Bild, ein Post bekommen mit der Betitelung Die Maschine, er war absolut eine Maschine, er war immer vorne dabei, hat die Vorlagen gemacht, ist nach hinten gerannt, hat hinten alles abgesemmelt, sensationell, ich finde, er hat eine Informcard verdient. Und dann habe ich noch Sorrentino ist ein
Torwart, Leute, und warum ist der dabei? Ganz einfach. Er hat super gehalten in der Serie A und es kommt nicht nur einfach super gehalten. Nein, er hat die Null gehalten und seine Mannschaft, Chievo Verona, hat 0-0 gegen SSC Neapel gespielt. Um das zu verstehen, warum das so sensationell ist, SSC Neapel ist aktuell Tabellenführer in der Serie A und steht vor dem Rekordmeister Juventus Turin. Und das ist natürlich für den 11. Platzierten Chievo Verona eine Sensation, dort den Tabellenführer zu stoppen, ein 0-0 zu spielen, einen Punkt zu holen. Und da hat Sorrentino einfaches verdient, wirklich mit tollen Paraden deine Informcard zu bekommen. Jetzt kommen wir zur Top 11 und bei der Top 11 fangen wir natürlich wieder von hinten nach vorne an und da fangen wir an mit dem Torwart. Da könnte auch übrigens Sirigu oder Sorrentino drin vorkommen, also dass die in der Top 11 sind. Es gibt eine Seite und ich habe auch mich dafür entschieden, ihn zu nehmen und das ist Radetzky. Radetzky von Eintracht Frankfurt, der gegen Werder Bremen auch sensationell wieder gehalten hat, sollte eine Stärke 84 eventuell bekommen. Reflexe 87, Leute, das wäre der Oberhammer in dem Fall. Kommen wir zum linken Innenverteidiger, nenne ich das jetzt einfach mal in dieser Art von Formation. Und das ist einer, sensationell war am Wochenende, besonders seine Mannschaft war sensationell am Wochenende. Und das ist Baines von FC Everton. Warum ist das so besonders? In der Premier League hat FC Everton gegen FC Watford gespielt. FC Watford hat bis zur 64. Spielminute 0-2 geführt. Und dann hat die Mannschaft von Baines richtig aufgedreht und noch 3-2 gewonnen. Und das war sensationell. Und warum das so sensationell war, ist ganz einfach. In der Nachspielzeit hat FC Watford einen Foul-Elfmeter verschossen und darauf in der 95. Minute kam nochmal ein Foul-Elfmeter, aber diesmal für FC Everton und Baines hat den reingeknallt und macht den Sieg für FC Everton 3-2 und er hat natürlich nicht nur den Elfmeter gemacht, nein, er hat super gespielt in der linken Verteidigung und deswegen soll er eine Stärke 84 bekommen. Jetzt kommen wir zum Innenverteidiger, Leute. Und der Innenverteidiger ist einer, den werde ich so feiern, wenn es der wird. Wenn es er wirklich wird, werde ich ihn so heftig feiern und muss überlegen, ob ich den mir hole. Warum? Weil ich ihn schon in meinem Team habe und er jetzt ein Upgrade sozusagen bekommt und er mir persönlich sehr gut gefällt. Das Problem ist nur, ich spare schon die ganze Zeit für Cristiano Ronaldo und ich bin immer dabei, mein Geld auszugeben, weil ich immer wieder geflasht bin von dem einen oder anderen Inform-Card-Spieler und sage, ey, der kann mir doch jetzt schon helfen. Warum jetzt noch wochenlang sparen für Cristiano Ronaldo, wenn ich den jetzt haben kann? Und es ist Acip Guetta und er kriegt eine Stärke 87. Viele sagen, nimm mir raus, Dico, der ist nicht gut, der hat eine schlechte Physis und hier und da. Macht das nicht und ich muss sagen, er ist nicht übel. Ich bin jetzt auch kein Fan von der normalen Karte, aber diese Karte wäre ja mal der Oberhammer. Mit Pace 82, Pass 83, mit Dribbling 78, Defensive 89 und Physis 83. Ich würde ihn sowas von feiern. Ihr seht auch hier die Prognose auf der PlayStation. 235.000 Coins könnte er kosten in diesem Fall. Kommen wir zur rechten Seite. Da ist Daniel Wes von PSG. PSG hat ein sensationelles Spiel hingelegt. Sie haben 5-0 gewonnen. Deswegen wird es gleich noch einen anderen PSG-Spieler hier in der Team of the Week 8 geben, dieser Prediction. Eines kann ich schon mal spoilern. Cavani hat 2 Tore da geschossen und darf natürlich nicht dabei sein, weil er schon beim letzten Team of the Week dabei ist. Und es gibt keine darauf folgenden nochmal gleichen Spieler. Das schon mal dazu. Kommen wir zum nächsten Mann und das ist jetzt im Zentrum und da bleiben wir nämlich in Frankreich und das ist Fekir. Leute, Fekir ist ja alleine schon so ein nerviger Gegenspieler, wenn einer den hat, weil er sowas von abgeht und jetzt mit diesem Upgrade wäre natürlich auch nochmal der absolute Oberhammer mit Stärke 86, also auch hier wieder. Seine Mannschaft hat 0-5 gewonnen gegen Saint-Étienne. Jetzt kommen wir zu einem Spieler, wo ich sagen muss, das kann sein, dass dieser nicht kommen wird, weil er wahrscheinlich Spieler des Monats wird. Ich habe ihn trotzdem mal jetzt hier reingepackt und das ist De Bruyne könnte eine Inform-Card bekommen mit 91 Stärke. Das wäre der absolute Oberknaller.
Doch ich vermute, dass er keine bekommen wird, weil er wahrscheinlich Spieler des Monats wird. Das Voting läuft ja gerade, ja, von EA. Da sind ein paar andere tolle Spieler noch dabei, wie Sané und so weiter. Aber ich denke, dass viele für ihn abstimmen werden. Da bin ich mir sicher. Und es gibt keinen Spieler des Monats und eine Inform gleichzeitig. Und deswegen könnte es passieren, dass nicht De Bruyne hier da drin ist, sondern Rodriguez von den Bayern könnte in dieser Position eventuell auch noch erscheinen. Ich lasse aber jetzt mal De Bruyne da drin. Und wir gucken jetzt mal den linken und den rechten Spieler an. Da haben wir Alcacer von Barcelona. Er hat das entscheidende Siegtor gemacht für FC Barcelona am Wochenende in der La Liga. Und das war natürlich auch, wurde auch ganz, ganz groß gefeiert. Und deswegen könnte er da drin sein mit einer Stärke 83. Und auf der rechten Seite kommt jetzt einer. Da werden sich viele freuen, die eine OTW-Karte haben. Und das ist nämlich hier Salah, wie du siehst. Und das wäre natürlich der Oberhammer mit einer Stärke 86, Pace 94, Dribbling 88. Also Salah als OTW ein Upgrade zu bekommen, wäre nicht schlecht. Liverpool hat 4-1 West Ham United geschlagen. Das schon mal dazu. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen OM, also Spielmacher. In diesem Fall habe ich jetzt mal gesagt, das ist der dritte Stürmer. Und das habe ich schon gerade vorhin gespoilert. Das ist ein PSG-Spieler und der würde sowas von abgehen. Es ist wieder eine OTW-Karte, Leute. Es ist Mbappé. Es wäre der Oberhammer mit Stärke 85, also ein Upgrade von 81 auf 85, das sind 4 Stärken mehr mit Pace 91, Dribbling 86, Schuss 84. Das wäre natürlich der absolute Ober-Ober-Knaller, das muss man mal sagen. Und dann zum Abschluss noch die Stürmer. Da haben wir einmal Sandro Wagner, der überragend gegen Köln gespielt hat, einen Doppelpack erzielt hat. Und sollte eine Stärke von 84 bekommen im Sturm, das wäre nicht schlecht. Und dann haben wir noch Sansone, der Italiener von FC Villarreal, soll hier auch noch eine Inform-Card bekommen. Warum? Ganz einfach, auch er hat einen Doppelpack erzielt. Und dieser Doppelpack hat für einen wichtigen Sieg gegen FC Malaga geführt. Und das war auch ganz, ganz wichtig, weil FC Villarreal damit oben dran bleibt. Nur 3 Punkte weg ist von Atletico und Real Madrid. Ganz, ganz wichtiger Sieg für die Mannschaft. Deshalb könnte Sansone auch einen Inform-Card bekommen. Es könnte noch was passieren. Laut vielen Seiten wird noch gesagt, dass vielleicht nicht Sansone oder ein anderer Spieler oder Wagner eine Inform-Card bekommt, sondern Agüero von Manchester City könnte auch noch ein Upgrade bekommen. Also diese Karte erscheint ganz oft. Warum? Kann ich jetzt nicht genau so sagen. Also ich glaube nicht, dass Agüero eine Inform-Card, also nicht dabei sein wird. Das glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Aber trotzdem nochmal hier der Hinweis. Das war's mit diesem Video. Ging doch länger als geplant. Ich überlege noch, dass ich ein bisschen Zukunft weniger drüber rede. Aber eigentlich habe ich mich schon sehr kurz gehalten. Kannst ja mal deinen Daumen dazu geben und mal gucken, wie das in Zukunft weitergeht. Ich sag dann mal tschüss und bis zum nächsten Mal.